So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Weiß Together und anscheinend ist der Kurs noch nicht allzu weit gekommen, wenn ich das so richtig sehe. Petri ist ein bisschen beschädigt. Er ist auch momentan immer noch der Lowste und Moment, was sehe ich denn da? Wir haben ein neues Teammitglied. Ein Golbit. Okay. Hat jetzt nicht unbedingt das beste Wesen, aber okay. Was ist denn dafür eigentlich raus? Direkt mal umschauen. Ups, das war ein B zu viel. Also, meine drei sind ja alle noch drin. Eistüte, Edelspin. Der Renekton ist raus, sehe ich gerade. Okay. Muss ich Koto mal fragen, ob ich den trainieren soll oder nicht, weil... Ja... bin ich momentan unschlüssig. Also das Golbit ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon, da darf man jetzt mal nichts falsch verstehen. Vor allem wäre es ein tolles Pokémon, dem wir Fliegen beibringen können. Aber mal schauen. Petri braucht auf jeden Fall erstmal einen Supertrank, weil wir wissen ja alle, der kann nichts, wenn er unter der Hälfte ist. Und er ist anscheinend hier echt nicht allzu weit gekommen. Weil wir sind hier erst ganz, ganz knapp hinter Nevaeo City, wenn ich, so wie ich die Route hier kenne. Okay. Sollte eigentlich eine Akrobatik reichen. Ja, reicht locker. Piranha. Da bleiben wir doch drin. Unser Petri kann ja hier eh alles kaputt hauen, wie er lustig ist. Ein Maracamba da auch noch. Ja, das ist ja erst recht ein One-Hit als Pflanzen-Pokémon. Schön das Level up. Oh, da steigen die Angriffsseite und die Inne wieder schön nach oben. Jetzt regnet's. Regen ist. Ich glaube, das nutze ich jetzt direkt mal aus. Dass es gerade regnet. Setze unser Lied nach vorne, weil der ist im Regen um einiges stärker als sonst. Und ein Flunschling. Will jetzt aber nicht gegen wilde Pokémon kämpfen. Haben wir denn eigentlich noch Schutz dabei? Müssten wir doch vom alten Palast noch mehr als genug übrig haben. Ja, Superschutz. TM36 Matschbombe. So, nächster Trainer. Die Schirmdame Elke. Ja, natürlich, jetzt kommt ein Quabbel. Und jetzt ist jetzt die Frage, hat das Viech Tastflug oder H2O-Absorber? Am besten einfach probieren. Ja, er hat Tastflug, das ist sehr schön. Weil da wird der Surfer trotzdem wesentlich mehr Schaden machen als der Vielender. Das regnet ja schließlich. Ja, da kommt der Tastflug. Die hat natürlich jetzt wieder genau ein paar von den Pokémon dabei, die gegen die Nick nichts hat. Wasser und Käfer covert sich zwar an sich ganz gut, aber es gibt ein paar Typ-Kombinationen, gegen die er nichts machen kann. Dazu gehören sowas wie Wasser und Geist und Wasserflug. Aber wozu haben wir ein
Achilles bin, der hier mit dem Ladestrahl alles machen kann. Hier findet man noch einen schönen Hyperheiler. Und da ist noch ein Ranger oder eine Rangerin. Werde ich eins mit Baum und Strauch, erwacht die Macht der Natur in mir. Überzeug dich ruhig selbst davon. Ismene, was für ein seltsamer Name. Und sie hat einen Chillerbell. Ich denke mal zum Glück ohne Wertelink. So, dann geht's doch mal gleich eine Kalklinge. Na klar, erstmal beide Attacken daneben gehen. Bei Gesang wundert mich das jetzt weniger. Natürlich setzt er mit Angriff und Verteidigung noch schön. Oh, ja. Oh, und Scharbolzner da auch noch. Ja klar. Oh, bitte, Nick, komm einfach durch. Natürlich. Wenigstens geht der Gesang von dem Viech weiter daneben. Level 39 erreicht er damit. So. Hier, ja, das ist für dich. Für Pokémon ist das ein echter Leckerbissen. Eine Piersiefbeere. Gegen Vergiftungen. Und hier haben wir noch einen Hyperball. Weil Nick ja gerade wieder ein Level-Up hatte, weiß ich mal Elespin nach vorne. Wir haben nichts mit Stärke dabei, weil Renekton nicht mehr dabei ist, genau. Aber das können wir doch eigentlich... Oh, wobei, haben wir überhaupt Stärke schon? Wir haben anscheinend noch keine Stärke, das ist interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wo man die kriegt. Auf jeden Fall hier mal schön das Itemradar anmachen. Finden wir einen Haufen schöner Items. Genau. So, ein echter Ranger kennt sich selbst, seinen Gegner und die Umgebung. Immer dieser Ranger, Henning. Ein schöner Troppo. Ich würde sagen, erstmal einen Donner. Und ein Schafax kommt noch. Ein unterleveltes Schafax, muss man dazu sagen. Und es macht Drachentanz. Schauen, ob es jetzt schneller ist. Nö, ist es nicht. ...1380 EP, Level 39. Es gibt so viel, dass ich es noch nicht kenne. Wer allzeit bereit ist, erlebt keine Überraschungen. Eine Zitrubeere. Oh, das ist sehr toll. Die kann man immer brauchen. Ich habe untersucht, was für Pokémon es hier in der Gegend so gibt. Dann kann man sich nämlich überlegen, welche Pokémon dabei haben sollte. Jo, auf jeden Fall keine schlechte Idee. Ich schmeiß auf jeden Fall mal den Timon wieder nach vorne. Da gibt es ein Top-Elixier.
Moment, ich glaube, ich schmeiße erstmal wieder einen Superschutz an. Ich werde eh gleich nochmal durchs Wasser rennen. Weil da oben liegt auch noch ein Item. Dein Top-Trank. So, jetzt springen wir hier mal runter und schauen mal, was es hier so gibt. Oh. Da war was. Ein Nugget. Sehr schön. Und ein Top-Beleber. Und ein Pokémon Ranger. Pokémon Trainer knüpfen Freundschaften, indem sie gegeneinander kämpfen. Naja, das kann man so stehen lassen. Ranger Gönke. Die haben lauter komische Namen hier. Ein Emolga. Oh, da ist Timon sogar eine richtig gute Wahl dagegen. Also die hat drei Pokémon, da lohnt sich ja richtig einen Drachentanz zu boosten. So, jetzt müssen wir eine Drachenklaue machen. Mamulida. Okay, ist zwar eine physische Wall, aber das sollten wir trotzdem irgendwie tot kriegen. Ja, Timon hat schließlich einen Drachentanz drin, da sollte das Viech auch einigermaßen runterkriegen können. Und er trägt ja noch den Evoliten, habe ich ganz vergessen, der kriegt aber nur kaum Schaden. Marakamba kommt noch. Ja, das machen wir mit einer Kreuzschere. ...1449 Erfahrungspunkte. So. Gibst du mir auch noch eine Beere? Als Zeichen unserer Freundschaft sollst du diese Zitrobeere haben. Oh, danke. Wer genau hinhört, kann das Trapsen und Fiepen der Pokémon hören. Auch das Atmen der Bäume und Sümpfe. So, gibt's hier sonst noch was? Ein Angler gibt's hier noch. Wenn ich einen Trainer treffe, kämpfe ich erstmal gegen ihn. Wer weiß, vielleicht bekomme ich ja so ein neues Wasser-Pokémon zu Gesicht. Nur das einzige Wasser-Pokémon, das ich jetzt dabei habe, ist Nick. Er hat einen Barschuft. Ja, da sollte sich ein Drachentanz auflohnen, weil ich nach einem Drachentanz... ich bin sogar so schon schneller. Wundert mich jetzt bei einem Barschuft ein bisschen, weil Barschuft ist eigentlich ein ziemlich schnelles Pokémon. Aber so kriege ich ihn auf jeden Fall One-Hit klein. Level 39. Ein Flunschlick hat er noch. Ja, das lasse ich jetzt mal die Eistüte machen. Flunschlick ist ja ein Elektroboden-Pokémon. Solches hat es eine schöne Eisschwäche. Ist aber trotzdem relativ bulky. So, jetzt hat er natürlich meine Genauigkeit gesenkt, das heißt, ja. Gut, wenigstens trotzdem noch getroffen. So starken Trainer habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ja, das höre ich von vielen. Okay, das ist da unten. Da komme ich jetzt nur hin, wenn ich Stärke habe, die ich noch nicht habe eben. Ich
Ich weiß gar nicht, wo es die gibt. Muss ich direkt mal nachschauen nach der Aufnahme. Okay. Hier ist das Item, eine Top-Genesung. Wir haben, glaube ich, auch gerade keinen Schutz mehr. So, dann geht's weiter. Oh, da gibt's auch noch ein verstecktes Item. Ein Top-Elixier. Da unten scheint auch noch irgendwas zu sein, aber da renne ich jetzt nicht mehr zurück. Mein Schirm ist randvoll mit unterschiedlichen TM. Möchtest du auch eine haben? Fassade. Sehr, sehr schön. Fassade, Fassade. Bei Vergiftung, Paralyse oder Verbrennung verdoppelt sich die Stärke des Angriffs. Ja. Ein wahrer Angler kennt keine Geduld. Also lass uns sofort kämpfen. Eigentlich sollten Angler ja die geduldigsten Menschen von allen sein. Theoretisch. Ich glaube, ich habe immer noch Timon vorne, kann das sein? Ja. Aber macht nichts, die Eistüte hätte gegen Barschaft sowieso nichts ausrichten können. Ja, dann probieren wir es diesmal gleich mit der Drachenklaue. Mal schauen, ob das für einen One-Hit reicht. Scharfax hat ja immerhin noch einen richtig guten Angriffswert. Aber siehe da, es reicht gerade nicht. Ja, dann eine Crunchere hinterher, dann sollte es gewesen sein. Ja, jetzt möchte ich das Pokémon wechseln. Petri sollte die auch one-hitten können und müsste auch auf jeden Fall schneller sein. Ich hoffe nur, dass die keine Wasserdüse können. Ja, die tut im Regen ganz schön weh, auch von dem Barschaft. Aber wenn der Wasserdüse kann, dann hat er sie nicht eingesetzt und ich kriege ihn one-hit klein. Verloren, Schluss aus und vorbei. Ich muss jetzt erstmal Timon von der Spitze runternehmen und ich stelle die Eistüte mal nach vorne. Wenn du einen Regenschirm drehst, sieht er aus wie eine Blüte im Regen. Herausforderung von Schirmdame Jodmila, whatever, wie man diesen Namen auch aussprechen mag, ich finde ihn komisch. So, die Eistüte kann es gegen einen Marmolida leider nicht allzu viel machen. Deswegen wechsle ich hier auch gleich mal auf unseren guten Elespin, weil der kann das Viech zum einen sehr effektiv und zum anderen auf der schwachen Verteidigung angreifen. Und er steckt den Backlufer wesentlich besser weg als die Eistüte. Und da es regnet, ja, hat der Donner sowieso mal 100% Trefferchance. Uff, also wirklich. Ob du an einem regnerischen Tag deinen Schirm aufspannst, einen Regenmantel anziehst oder einfach nur nass bist, ist dir überlassen. Tu, was dir gefällt. So, du gibst mir doch was, oder? Tja, was soll ich schon sagen? Ich finde hin und wieder ein paar Brocken und verschenke sie an Leute. Erstaunst du was? Das ist mein Leben. Einfach, aber zufriedenstellend. Heute Mittag habe ich einen Heißbrocken gefunden. Hier, den schenke ich dir. Heißbrocken verlängert die Dauer von Sonnentag um 3 Runden. Tja, was soll ich schon sagen? Wenn du so fanat in diese Brocken bist, dann komm ich doch morgen einfach wieder besuchen. Jedoch zu einer anderen Tageszeit, wenn es dir möglich ist. Black! Ach Gott, ja stimmt, ich hab jetzt ganz vergessen. In letzter Zeit habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Ich meine, darüber, was ich machen möchte und ach, auch darüber, was ich überhaupt erreichen kann. Ich wäre natürlich gerne ein bildschönes Mannequin wie Camilla. Andererseits würde ich mein Leben auch gerne der Forschung der Pokémon widmen, wie Professor Ash es zum Beispiel tut. Aber dafür reicht mein Wissen über die Pokémon noch nicht aus. Also muss ich noch viel mehr Kämpfe bestreiten. Oh, ich krieg nach langer Zeit mal wieder einen Rivalenkampf mit Bell. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Bell.
passiert ein Bissbark an der Spitze. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so gefallen will. Schauen wir mal, ob wir mit der Eistüte hier was gebacken kriegen. Bedroht mich auf jeden Fall erstmal. Schauen wir mal, was ein Eisstrahl an Schaden macht und dann, ja, überlegen wir, wie es weitergeht. Ihr Starter war ja Floink. Das heißt, ich habe hier relativ gute Chancen. Oh, eine Heimzahlung, die sollte wehtun. So. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal Petri machen. Es sollte schneller sein als Bissbark. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, ist er. Gott sei Dank. Die Akrobatik sollte es übrige tun. Auf jeden Fall schon mal schön gleich ein Level-Up für Petri. Ein Digi-Cheeta möchte ich wechseln. Habe ich denn überhaupt irgendwas, auf was ich wechseln kann? Ja. Da haben wir doch eine gute Wahl. Also ich hätte natürlich auch Petri drin lassen können, aber bei Digi-Cheeta bin ich mir nicht sicher, was schneller ist. Auch wenn das sein sollte. Sehr effektiv. Das sollte jetzt nicht allzu viel Schaden machen, aber gut. Mehr als gedacht. Kann man so sagen. Okay, macht eine Top-Genesung. Eine Kreuzschere sollte aber ähnlich viel Schaden machen wie eine Ampelleuchte. Macht sogar ein bisschen mehr. Interessant. Ist bei Elis Binder Angriff also immer noch höher als der Spezialangriff. Jetzt kommt auf jeden Fall Flambirex in den Kampf. Dafür habe ich doch schon Nick. Starter-Battle. So, du kriegst einen Surfer. Das hat sogar für einen One-Hit gereicht. Ein Somnivora kommt noch. Ich hab eigentlich mit jedem Pokémon mindestens eine sehr effektive Attacke dagegen. Allerdings kriegt Elispin einen Step drauf, also lasse ich es ihn machen. Ja, die Vorwarnung durchschaut immer meine stärkste Attacke. Das ist im Fall von meinem Elispin der Donner. Ich werde hier allerdings trotzdem mit Kreuzschild draufhauen, weil, ja, sehr effektiv und so. Noch die Ampelleuchte zum schönen Abschluss. Damit ist Somnivora besiegt. Jedes bin erreicht Level 40. Und er versucht Agilität zu lernen, aber nein, lassen wir mal lieber. Also ich finde, all unsere Pokémon haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Wow, Black, ich komme ja aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Dafür hast du dir ein kleines Geschenk redlich verdient. Eine Top-Genesung, sehr schön. Kann man immer brauchen. Als mir diese Schrift von T-Plasma in Strata City mein herzallerliebstes Pokémon entrissen, da habe ich es am eigenen Leib gespürt. Wenn dieses vermaledeite T-Plasma nach eigenem Gutdünken den Leuten ihre Pokémon stiehlt, bricht es so zahllosen Menschen das Herz. Black, ich bitte dich, gebiete den Schurken von T-Plasma und ihren Machenschaften Einhalt. Niemand hat das Recht, Pokémon von den Menschen zu trennen, die sie lieben. Das ist doch auch dein Wunsch, nach dem du strebst, nicht wahr, Black? Oder ist es doch eher die Wahrheit, der du zum ihrem Recht verhelfen willst? So, das wäre auch schon alles, was ich dir sagen wollte. Es tut mir echt leid, ich hätte dich nur allzu gerne ein wenig aufgeheitert. Aber die Lage ist nun einmal ernst und schließlich bist du ja nicht aus Zucker. Nun denn, alles wird gut. Nein, es wird besser als gut. Glaub mir, darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Also, bis dann, ciao. Ja, bis dann, ciao ist ein gutes Stichwort. Ich bin bei 24 Minuten von meiner Aufnahme und hab's immerhin bis zur Zylinderbrücke geschafft.
Na dann, ich überlasse das Ganze hier wieder den fähigen Händen von Koto. Eventuell lege ich noch eine kleine Trainingssession ein, je nachdem. Ich werde den Koto jetzt auf jeden Fall gleich mal fragen und wenn ich noch eine Trainingssession anfüge, dann werde ich alle zumindest mal bis Level 40 trainieren. Und sonst war's das erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, ciao.